Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Dying Light 2. Die letzte Folge war wieder sehr, sehr spannend. Wir haben sehr, sehr viel gemacht. Wir wurden von irgendwelchen Abtrünnigen angegriffen. Wir haben den, ich weiß nicht, das ist ein Oberhaupt oder ein Anführer, generell keine Ahnung, von den Peacekeepern. Der hat uns jetzt irgendwelche Notizen mitgegeben oder Befehle, die wir zu einem Außenposten von Peacekeepern bringen müssen. Das ist nämlich unsere nächste Quest. Und ja, wir haben die Siedlung übrigens erfolgreich verteidigt gegen die Abtrünnigen. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Deswegen, ohne groß zu quatschen, viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. Peacekeeper. Rest in Peacekeeper. Hallo. So. In Ordnung, ich habe übrigens, ich sehe das immer wieder im Augenwinkel, ich habe mir vor ein paar Tagen PlayStation Plus gekauft für 60 Euro. Das Einjahresabo. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Ich lüge nicht. Wirklich, ich lüge nicht. Ihr denkt jetzt, ich sage das nur so aus Spaß. Aber guck mal. Ne? Man sieht da keinen Code. Ist noch nicht benutzt. Ne? Wisst ihr warum? Ich bin einfach nur zu faul, diese Karte hier einzulösen. Diesen Code hier einzulösen. Ich bin einfach zu faul. Es liegt hier auf meinem Tisch und ich löse es nicht ein. Einfach zu voll. Dieses Aufmachen, Code eingeben. Boah, Leute. Boah. Bitte hört mir auf damit. Ich sehe schon, komm, nach dem Video die ganzen Kommentare. Ja, dann gib mir die Karte. Ja, dann gib mir die Karte. Schick mir den Code. Ich mach das. Dying Light 2 hat auf jeden Fall die legendärsten Spawnpunkte in der Geschichte eines Open-World-Spiels. Man beendet das Spiel in der vorigen Session auf dem Marktplatz und man landet auf irgendeinem Balkon von irgendeiner Nachbarin. Im nächsten Spieldurchgang. Oder man, keine Ahnung, man beendet das Spiel irgendwo in einem U-Bahn-Tunnel und in der nächsten Folge ist man auf einmal auf der Kirmes auf so einem Riesenrad oder so. Number One, ich nähere mich Colwood Island. Gut, Frank ist geklärt. Bin also auf dem Weg. Wenn du Rhoda dazu bringst, dir zu sagen, wo das Terminal ist, sag Bescheid. Du wirst deine Schwester finden und ich die fehlende Namen der Abschrecker für meine Todesliste. Alle werden glücklich sein. Bis auf die Leute, wo die werde ich hier überhaupt jemals laufen? Die werden nicht mehr in der... Ich guck mal gerade, was muss ich jetzt hier machen? Also diese Befehle abliefern und... Ah, Orientierungspunkt, okay, verfolgen. Sage sich darum zu... Hallo. Von diesen Zombies habe ich gar keine Angst. Die sind nachts gruselig, aber mittags gar nicht. Und auch nicht so schwer wie diese menschlichen. Ich wollte gerade sagen, wie die menschlichen Menschen. Boah, ich bin gerade so voll. Wisst ihr, wie ich das jetzt lösen werde? Ne, ich riskiere es nicht. Ich wollte es mit dem Gleitschirm machen, aber ich traue mich nicht. Nicht, dass ich noch verkacke. Whee! Warum ist es jetzt da? Muss ich jetzt alles mit dem Gleitschirm machen? Orientierungspunkt. Aktiviert. So, wie aktiviere ich das denn jetzt? Eine Notiz. Okay. Habe ich das jetzt aktiviert oder nicht? Nee. Wie mache ich das denn? Hier ist doch irgendwo wahrscheinlich ein Generator, oder nicht?
Oder muss ich erst mal mit diesem Typen sprechen? Nee, hier muss irgendein Generator sein. Muss hier wahrscheinlich irgendwo hoch. Hier. Oder? Fail. Richtig fail. Lieutenant Rowe, ich habe Befehle vom Commander. Ich bin nicht Rowe. Er ist mit seinem Trupp nach New Dawn Park gezogen. Ich bin Lieutenant Grady. Hallo Grady. Toll. Ich schätze, dann muss ich weiter. Wovon redest du? Zeig mir diese Befehle, mein Sohn. Ich soll sie Rowe persönlich übergeben. Und ich bin Rowe, wenn Rowe nicht hier ist. Das nennt man Befehlskette. Gib her. Dass man immer so blind allen traut, ich check das bei dem Spiel nicht. Was zum Henker? Hat der Commander gesagt, warum wir uns ins Stadtzentrum zurückziehen? Er schien nicht besonders darauf aus zu sein, mir irgendwas zu erklären. Ich bin nur der Bote. Also gut, Jungs, packt zusammen. Befehl vom Commander, Rückzug. Und was ist, wenn das der Commander nicht geschrieben hat? Was, wenn das einfach ich jetzt einfach so voll random geschrieben habe? Was tun wir? Wir verlassen diesen Außenposten? Echt komisch, oder? Hinterfrage mich nicht. Du kannst dich hier draußen nicht unter Meyers Rock verstecken. Ihr lasst uns im Stich? Was sollen wir machen? Wir sind wehrlos. Los, bewaffnet die Überlebenden und dann abmarsch. An eurer Stelle würde ich ihnen eine Menge Waffen geben. Die Abtrünnigen haben ein Rollkommando zum Fischauge geschickt. Sonst noch irgendwelche schlauen Ideen, Zivilist? Nur eine Frage. Wo finde ich Rowe? New Dawn Park, wie schon gesagt. Weiß nicht, ob sie schon da sind. Bring ihm das hier und sage ihm, dass ich mich drum kümmere. Besser du als ich, Kumpel. Rowe wird richtig ausrasten, wenn er das liest. Und ich bin hier, um Leben zu retten, nicht um meins zu verlieren. Na, sorry, danke für den Tipp. Drecksschweine. Wir haben doch keine Chance. Es tut mir wirklich leid, Civi, aber wir haben unsere Befehle. Ihr könnt uns nicht einfach zurücklassen. Ah, okay, sicher, zurück. Wenn die Abtrünnigen kommen, sind wir sofort tot. Ganz ruhig, Civi. Okay, ich muss jetzt auf die andere Seite, aber... Er streitet euch mal da. Ich nehme halt gerne immer... Immer noch nicht freigeschaltet. Hey, mir das komisch, warum wird das hier nicht als aktiv gezeigt? Habe ich was übersehen, Leute? Wie, oder ist das bei diesen Orientierungspunkten, ist das einfach grau? Warte, komisch. Okay. Luan, ich gehe nach New Dawn Park. Offenbar ist Rowe dorthin gegangen. Ich verstehe immer noch. Ich muss auch ehrlich sein, ich verstehe noch sehr, sehr vieles hier nicht. Sie haben ihre Lager, klar, aber der Schlechter hat das Fischauge noch nie angegriffen. Selbst er hat die Nightrunner respektiert. Ich habe also keinen blassen Schimmer, was in seinem Kopf vorgeht. Ich auch nicht. Der Schlechter, erzähl mir mehr über ihn. Der Colonel. Er ist der Anführer der Abtrünnigen. Er gab den Befehl, die Stadt mit Chemikalien zu tränken. Damals sind meine Eltern gestorben. Das tut mir leid. Mir nicht. Ich habe meinen Vater einmal in meinem ganzen Leben gesehen. Und wenn meine Mutter etwas gut konnte, dann war das Saufen. Sie hat mich verlassen. Bist du so in Walls Programm gelandet? Mehr oder weniger. Ich sag's euch. Ich komme. Und dein Hör mal auf zu beleidigen. Komm her, du nimm alleine an. Oh, du wolltest einen harten Eindruck machen. Unverschämt. Oh, gut ausgewichen, Kollege. Ich auch, ne? Ich auch, ne? Ich auch, ne? Du lebst noch? Danke. Was ist der denn da verloren? Was ist das denn für eine Tube? Lass mich in Ruhe, bitte! Matteo, hey, ich bin's. Lieutenant Rowe. Hast du ihn gesehen? Wer bist du? Warum willst du das wissen?
Ich habe Befehle von Major Matt. Lieutenant Grady sagt, er sei hier. Ist schon okay. Wo ist euer Trupp und der Commander? Wir haben gerade das Lager aufgeschlagen, als Abtrünnige uns angriffen. Roe und die anderen, sie haben ein paar erwischt. Dann jagten sie die, die abhauen wollten. Was ist mit dir? Konnte nicht mithalten und hab den Kontakt zu ihnen verloren. Dann griff mich eine andere Gruppe an. Was machen die hier? Die Abtrünnigen haben unsere Stellung im Zentrum nicht angegriffen. Redet mir gerade bewusst, dass man hier auf der Map noch gar keine Begegnung angetroffen hat, oder? Gibt es hier noch Begegnungen? Vorsicht. Diese blauen Events? Versteck dich! Fahr zur Hölle! Ach, Leute. Schon auf dem Weg. Nicht wahr, Gentlemen? Schnappen wir ihn uns. Ach, Leute. Okay. Du mit dem Bogen erstmal, du musst weg. Okay, der auch. Das sind nämlich die nervigsten. Die gehen erstmal weg hier. So. Na? Wow, du kickst mich. Und tschüss. Boah. Aus hinten. Komm. Ich liebe es. Die stärkste Waffe im Spiel. Das eigene Bein. Alles sicher jetzt. Du kannst rauskommen. Also, wo ist Roe? Das Lager sollte dort oben auf dem Hoteldach sein. An der Kreuzung zum New Woods Drive. Okay. Unten am Gebäude ist eine Seilwinde. Dort kannst du hoch. Wenn sie noch nicht zurück sind... Das mache ich mit meinem Gleitschirm. ...kannst du sie dort finden. Danke. Wenn du es alleine zurück zur Basis schaffen kannst, geh dorthin. Und lass dich nicht wieder in eine Kiste treiben. Gab es überhaupt Begegnungen? Was ist denn hier? Das ist ein Safe Zone. Ja. Night Runner versteckt. Ja, sauber. Okay. Was ist denn hier? Was ist das für ein Fragezeichen? Dunkle Höhle, Wertsachen. Okay. Und genau diese Dinger, falls euch das schon mal aufgefallen ist, mache ich jetzt nicht mehr so oft oder ignoriere ich jetzt ein bisschen mehr, weil ich habe genug Sachen und ich finde, die lohnen sich nicht mehr so. Dann kommt, wie gesagt, da konzentriere ich mich lieber auf die Hauptstory. Warum bin ich jetzt hier einfach so lang gesprochen? Militärkonvoi. Boah. Ich überlege gerade was. Ich teste jetzt mal was. Komm, wir stellen mal 3 her. Und doch alles explodiert. Alter, das habe ich geil gemacht. Oh, was hat das schon gekommen? Wie soll ich da so groß gewesen? Wenn ich ein Militär kann, wollte ich das mal so ein bisschen mit besserer Ausrüstung, oder nicht? Das lassen wir uns jetzt hier aber nicht entgehen. Boah, das war mal eine geile Explosion jetzt. Mit dem Molotov Cocktail. Das war wieder IQ-200. So. So, jetzt mein Tipp nicht vergessen. Die Leichen nicht looten.
die Leichen nicht looten, warten, bis alle Leichen verschwunden sind, dann sieht man die richtigen Loots, indem man nur noch die Beutel da sieht. Wenn ihr versteht. Oh Gott, ist das ein Feiler? Ja, okay, ich sehe schon hier was Goldenes. Ein Mann-Packung. Diese Packung verstehe ich bis heute nicht. Dietrich schwer. Komm, bevor die kommen. Oh, wie knapp. Ja, das war's. Was sind denn diese Ein-Mann-Packungen? Was geht hier ab? Wurden die wiederbelebt? Hallo? Weil, da wurden die Zombies wiederbelebt? Was ist das für eine da? Und der hat viel Leben. Mein Gott. Mein Gott. Okay. Nee, falsch. Ich habe 21 von diesen Dingern. Ich habe doch in der letzten Folge welche hergestellt, weil da angezeigt wurde 0. Ich verstehe dieses System manchmal nicht. Oder waren das welche ohne Upgrades? Oder ich meine, sind das jetzt welche ohne Upgrade, die ich jetzt habe? Wahrscheinlich habe ich 19 auf Stufe 1 und dann auf Stufe 2 die 9, oder was? Also auf Stufe 2 dann so ein paar wieder. Keine Ahnung. Naja. Doch, ich will aber Ahnung haben. Ich will es mir angucken. Nee. Hier, 8 Dietrich. Da steht doch 19. 8 Dietrich von Stufe 2. Und ich habe im Inventar. Wie kann man das denn gucken? Rucksack. Naja, ich verstehe es nicht. Naja. Okay. Auf jeden Fall habe ich mehr als 8. 8 habe ich hergestellt, Stufe 2 Dietrich. Aber anscheinend ist das mehr. So, warum verschwinden die Leichen nicht? Schade, dass die Leichen jetzt nicht verschwinden, weil dann hätte ich das gerne gezeigt. Da kommen dann genau diese Taschen, die kann man viel leichter looten. Aber die sind irgendwie nicht schnell genug weg. Ja, doch, so ein paar liegen hier rum. Trophäen, Trophäen, gib mir Trophäen. Dieses Looten ist hier so mühsam. Oh. Eine Begegnung. Eine Begegnung. Hier ist eine Begegnung. Und das war's. Das war's. Okay. Da geht's wieder in so eine Höhle oder so. Irgendwie klappt diese neue Fertigkeit nicht, dass ich über einen Zombie so extrem hoch springen kann. Oder sehr weit. Irgendwie klappt das nicht. Ach, kommt mir vielleicht mit dem Sprint? Ach, mit dem Sprint. Aber ich verliere Leben. Ja, geil. Werkstoffhändler erkannt.
Sprengstoffbehälter erkannt. Ich hoffe direkt hier bei mir irgendwo. Ja, ja, wo denn, wo denn? Komm her, du Abtrünniger, komm! Oh, Wurfspeer, komm! Bam! Ich liebe den Wurfspeer. Schnappen wir uns die Dreckschweine. Hat jemand Fusel dabei? Eins und zwei. Ja, wo denn, wo denn? Und tschüss. Und ich möchte auch wegkicken, aber du willst vorher schon sterben. Schade. Das war knapp, Mann. Danke. War doch nicht knapp, wie schnell ich bei dir war. Beruhig dich mal. La 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 la. Wer bin ich? Hey! Was? Und ciao! Und ciao! Ja, hättest du einen Gleitschirm, wäre dir das nicht passiert. Aber du hast keinen Gleitschirm. Das hast du einfach nicht. Oh, okay. Ah, mein Kopf. Mein Kopf. Ich probier mal jetzt was. Jo, ich probier mal jetzt was. Erstmal das. Hallo. Oh. Ne, klappt das mit solch... Das klappt! Wie geil, man kann so einen Miniboss auch damit töten. Einfach wegkicken. Wie läuft? Wie geil ist das denn? Ja, noch nicht, aber ich bin ein paar Abtrünnigen begegnet. Scheiße, warte, ich bin auf dem Weg. Wie geil. Bitte. Das klappt ja. Treten wir diesen Abtrünnigen in den Arsch. Okay, ich muss weiter nach oben. Wenn wir dich beim Clown erwischen, verlierst du eine Hand. Hat er das zu mir gesagt? Soll ich dich wieder festbinden, ne? Wo muss der jetzt hin? Ich muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Die Serie ist abgelaufen. Mach's doch. Hat einer Nein gesagt? Ach hier, nee. Ich will einfach nur hoch. Boah, das... Okay, ich wollte gerade sagen, das traue ich mich nicht, aber... Anscheinend schon. Es hat auch geklappt. Hemmstoffbehälter, Hemmstoff, Hemmstoff. Wie komme ich da hin? Lass mich da rein. Bitte. Ey, lass mich da rein jetzt. Ja, wie komme ich denn rein?
Bin ich überhaupt richtig? Hä, hab ich was vergessen? Ach, nur weiter nach oben. Oh mein Gott. Ich suche von außen, ey. Wie schlecht ich bin. Gut, die wären erledigt. Überprüfe den Status des Trupps im unteren Stockwerk. Jawohl, Sir, Lieutenant, Sir. Jawohl, Sir, Lieutenant, Sir. Die werden euch nicht belästigen. Du hast sie erledigt? Wer bist du? Aiden, ich habe Befehl von Jack Matt. Scheiß die Rand an. Mal sehen, was die Weihnachtselfen uns gebracht haben. Tja, das wird dich überraschen, mein Lieber. Rückzug. Jetzt. Soll das ein verdammter Witz sein? Oh, weißt seid du, noch wie viele blöd? Männer ich für dieses elende Stück Land verloren habe? Ich weiß es nicht, Lieutenant, aber ich habe andere... Fünf unserer Besten. Barthes hat mir Infizierte getötet als eine ganze Einheit. Sierra und Little Run. Sie haben schon vor dem Untergang an meiner Seite gekämpft. Sie haben ihr Leben für diesen Teil der Stadt gelassen. Und jetzt? Jetzt soll ich mich zurückziehen? Nach der GRE-Datenbank. Ich suche einen Zugang zur GRE-Datenbank. Ich habe gehört, dass du weißt, wo ich den finde. Das weiß ich. Aber warum zum Teufel sollte ich dir das unter diesen Umständen sagen? Ich habe wichtige, wenn auch idiotische Arbeit zu erledigen. Troll dich endlich. Okay, Gentlemen. Sehr schlecht drauf. Sammelt die Hundemarken der Gefallenen ein. Ist zwar scheiße, aber Befehl ist Befehl. Bro, warte. Lawan, bist du auch gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Du kennst mich, Ralph. Wir sind alle so Aiden schlecht drauf. Und ich suche nach dieser GRE-Datenbank. In einer wunderschönen Zombie-Welt. Und du wirst es uns sagen. Willst du es lieber in die Länge ziehen? Oder es hier und jetzt erledigen? Verdammt nochmal. Warum sucht ihr die Datenbank? Sie soll auf Servern in der Kommandozentrale des Observatoriums liegen. Aber das Gebäude wurde vor Jahren bei den chemischen Angriffen zerstört. Eine Bombardierung nach der anderen, als wären wir die verdammten Vietcong. Boah, mir wird gerade bei den Gesichteranimationen oder generell bei den Gesichterdetails bewusst, dass das aber schon keine Next-Gen-Grafik ist, ehrlich gesagt. Also manche Ecken der Open World sieht echt wunderhübsch aus. Richtig schön sogar. Also das Panorama war, weiß nicht. Das heißt, ich sehe da los. Hemmstoff. Habe ich da meine Upgrades? Oh. Jawoll. Fertigkeiten. Ausdauer. So. Eine Notiz. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt? Hast du nicht gehört? Diese Datenbank scheint schon lange weg zu sein. So tja, viel also zur Ergründung der Geheimnisse unserer Kindheit. Okay, ich suche weiter die Scheiße auf meiner Abschlussliste und du... Du kannst das Leben im Zentrum genießen. Ich will im Observatorium nachsehen. Na, ich gehe jetzt im Observatorium. Dann gehst du alleine. Wir trennen uns also? Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen. Der Schlechter und die Deppen auf meiner Liste... Die werden das auch bald herausfinden. Ich gehe zurück, um nach ihnen zu suchen. Du solltest auch nicht hierbleiben. Aiden, es tut mir leid, dass du deine Schwester nicht gefunden hast. Ja, danke. Ich will echt wissen, was jetzt mit mir ist, ne? Er weiß wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist. Also, die ist auf jeden Fall nicht tot. Wenn ich ihn finde, lasse ich es dich wissen. Viel Glück. Danke. Pass auf dich auf, Lawan. Also, Mia ist definitiv nicht tot. Wiedersehen. Oh, wieder Kampf, Fertigkeitspunkt. Oh, Kampf plus 3750, Parcours plus 1250 und lockere Schraube. Du hast so eine Schraube locker. So, Parcours. Kombinieren Sie Tick-Tacks oder Wandläufe zu längeren Kombinationen. Okay, Alter. Was da alles möglich ist. Was war das denn? Bewegen sich auf Vorsprung schneller nach oben und zur Seite. Ja, machen wir mal sowas. Und... machen wir das mal mit dem Messer einfach. Bezwingen Sie schnell einen ahnungslosen Gegner. Erfordert ein Messer. Okay. So, wo bin ich denn hier?
Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen mal chillen hier. Tagebuch. Observatorium. Genau, das ist die neue Hauptmission. Wasserturm. Ja, diese gibt es auch noch. Abgeschlossen. Okay, ja, so einiges abgeschlossen. Boah, daran sieht man, wie viel das alles ist. Inventar. Auf Stufe 3. Nehmen wir mal das. Hier kommt auch Stufe 3. Hier kommt auch Stufe 3. Direkt mal modifizieren. Nehmen wir mal Gift. Ja, ist eigentlich egal. Nehmen wir mal Gift. Und hier nehmen wir Flamme. Oh, Gang, Master of Onion. Ach, das ist das. Master of Onion, okay. Jetzt haben wir das. Das benutzen wir auch. Im Inventar, was habe ich denn sonst noch alles hier? Irgendwelche neue Ausrüstung auf 3, 3, 3. Meine Ausrüstung ist auf 3, meine Handschuhe sind auf 2. Aber, ja, 3 ist aber blau. Bringt mir auch nichts. Meine Rüstung passt. Meine Armschienen, ja, sind Gold und auf 3 passt auch Gold. Schuhe sind auf 2, aber Gold passt auch. Ja, Waffen habe ich gemacht. Brauche ich viel von denen ab? Dann machen wir hier Molotow. Das passt auch. Bei diesen Dingern. Ja, das passt alles. Der Rucksack. Ach du Scheiße. Infizierten Trophäe selten. Oh, ich kann so ein paar Upgrades wieder machen. Krass. Ich habe ja einige gesammelt. Ungewöhnlich. Achso, ne, ungewöhnlich war das ja, aber selten. Okay. Kann ich Sachen auf Stufe 3 upgraden? Merke ich gerade. So, Karte. Was denn hier mit unbekannter Ort? Markieren wir mal eine Safe Zone. Sowas kann man angegriffen. Abtrünnige, sie haben uns auf der Insel umzingelt. Wir haben keine Chance. Ich flehe euch an. Hilfe. Neue Nebenquest, Abtrünnige. Wie kam das denn jetzt? So. Parcours-Herausforderung. Ah, das machen wir einmal wieder. So, ein Nightrunner-Versteck. Aber so eine Parcours-Herausforderung, das machen wir jetzt einmal. Das machen wir jetzt einmal. 1:05. Okay, 1:05. 9 Kontrollpunkte. Ach, mit dem Teil. Oh, nee. Okay, das war mit dem Teil jetzt scheiße. Merke ich gerade. Das sollte ich nicht damit machen. Es hat scheiße angefangen. Sorry. Nochmal. Das hat scheiße angefangen. Nochmal. Was, wie unfair ist das denn? Den Gleitschirm kann man doch da gar nicht benutzen. Das ist doch voll kacke. Ich mach das jetzt so zu Fuß. Ich bin voll verarscht. Ja, mein Gott. Stark. Ganz stark. Wo lang? Wo lang? Nach oben. Wuhu! Ah, ich geh nach oben! Ich hab keine Ausdauer mehr. Mist.
Komm, komm. Windrad Ulme. Ja. Okay, das war einfach. Goldmedaille. Hä? Was ist jetzt da? Okay. Habe ich geschafft oder nicht? Das habe ich doch jetzt gemeistert. Okay. Okay, jetzt wieder Konvoi. Das kennt man ja alle schon. Wo habe ich denn hier ein Windrad Ulme entdeckt? Wo muss ich überhaupt hin? Dahin? Ach du Scheiße. Puh, okay. Meter. Brennt, brennt. Ich bin auch. Okay, ich mach diesen Level 4. Oh. Level 4. Du lebst nicht mehr lange. Oh, Scheiße! Was ist das für Magier? Oh, oh. Pass auf! Was willst du denn? Ja, die Zombies sind deutlich schlechter. Das ist ja gar nicht, was ich mache. Aber jetzt ist wahrscheinlich dann die Menge, ne? Die das ausmacht. Stirb endlich. Warum muss ich hier wieder einen Dietrich verwenden? Es hat sofort geklappt. Oh, Stufe 4 Ausrüstung. Was ist jetzt da oben? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, Level 4 Gebiet. Also Gleitschirm ist mit einer der besten Neuerungen, weil man das einfach deutlich flexibler ist, richtig geil durch die Open World kommt. Aber die Steuerung ist so ein bisschen schwammig, bin ich ehrlich. Könnte besser gemacht sein. Ist auf jeden Fall not the yellow from the egg. Hemmstoffbehälter erkannt. Hemmstoff. So. Generator aktivieren. Umso mehr Safe Zones wir haben, desto besser ist es. Übrigens wurde immer in einem Kommentar gesagt, das habe ich seitdem nicht getestet, dass man hier an solchen Lagerfeuern, an solchen Begegnungen, sich heilen kann. Ich habe jetzt gerade weniger Leben, ich guck mal. In Muddy Grounds zu beseitigen. Dem Kunden war es extrem wichtig, den Ort nachher zu desinfizieren. Du bist doch eine geile Sau. Gab meinem Papa sogar Danke spezielle dafür. Chemikalien dafür. Das zwar war 3 Jahre her, aber, mein Vater verzog seitdem, glaube ich, nicht einmal benutzt. Die Bezahlung war gut und wir brauchten das Geld. Am ersten Tag vergaß er Aber haben doch gut miteinander verknüpft, also ne? Man hört sich so eine Geschichte an. Es war ein so Lagerfeuergeschichten und halt. Ich glaube, im echten Leben wird das schon schwierig. Am Lagerfeuer sitzen und mit geheilt irgendwie. Ich versteckte mich vorher noch so Bein gebrochen und was alles wieder. Ich wäre weggelaufen. Plötzlich stürmte Papa aus dem Haus. Die Männer packen ihn und wollen ihn in den Wasser schleppen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit: Das mache ich nicht! Solche
Es wird dunkel. Boah, dieses Geräusch, ne? Dieser Alarm. Ich lande im Wald. Oh, es wird dunkel. Meine Ausdauer geht langsam flöten. Okay, ist auch nochmal eine Safe-Zone. Hemmstoff? Wo? Hier in der Nähe ist jetzt ein Hemmstoffbehälter. Aber wo? Erstmal das Teil hier aktivieren. Sie hat jetzt gesagt, Hemmstoffbehälter nennen. Das haben wir doch alle gehört. Aber wo? Hier. Nein, das ist ein Band. Okay. Ich dachte erstmal wegen dem gelben Punkt. Wo sagt sie das denn? Hemmstoffbehälter erkannt. Hier? Habe ich wieder so ein bisschen Schiss? Kletter doch hoch. Nee. Wie meinst du das mit dem Messer? Oh, ich habe kein Messer bei mir. Ach ey, zwei. Ach geil. Wie geil ist das denn mit L2? Cool. Man kann halt ganz normal den Hinterhalt machen und L2 nochmal so nachstechen. Hemmstoffbehälter erkannt. Das sagt sie aber erst wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Was war das denn? Oh mein Gott, habe ich zusammengezuckt. Oh mein Gott, was war das denn? Boah. Was war das, Leute? Boah, mein Herz, ey. Damit habe ich ja null gerechnet. Ach, hier. Hier, yo. Geil. Boah, habe ich mich erschreckt. Okay, nur ein Stoff. Aber egal. Boah, Leute, das war gerade ein bisschen zu heftig. Okay, ich glaube, das war's aber auch schon wieder. Wir schlafen mal. Wir nutzen lieber den Tag für die Mission. Okay. Nochmal kurz zum Abschluss ganz schnell abchecken hier. Was ist eigentlich die nächste Stufe? Landetaschen dämpfen ihren Sturz, sodass sie den Boden schnell und sicher erreichen. Ach, das sind ja geile Sachen. Ach cool, wenn in einer Zone mit Überlebenden abstürzen, werden sie durch eine helfende Hand in der Nähe des Punktes wiederbelebt, an dem sie gestürzt sind. Verbesserte Lüftungsöffnung, die ihre Mobilität mit dem Gleitschirm verbessert. Ach geil, ey, was das ja alles gibt. Modernisierte Airbags, mit denen sie noch höher als zuvor springen können. Ja, deswegen will ich Parcours haben. Eine verbesserte Version der Zipline, mit denen sie sich aufwärts bewegen können. Ja, geil. Aber auch hier, ne, mit Autofallen, also bei den Peacekeepern. Rasiermesserkanonen. Elektrofallen. Ja, auch geile Sachen. Armbrust. Molotow-Laternen. Pendelfallen. Ja, auch interessant, muss man schon ehrlich zugeben. UV-Fallen.
geil. Ja, beide Sachen Bock. Aber ich bin eher so halt der Parkour-Mensch, ne? Aber cool. Das ist eine Nebenquest, die Hauptstory. Genau, die verfolgen wir auch aktuell. Naja, okay. Das war's schon. Jetzt ganz kurzes Outro, ganz schnell verabschieden, ganz schnell Dankeschön sagen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.